Hallo ihr Lieben, ich habe wieder bestellt und es sind sogar einige neue Stanzen mit dabei, die heute in den Shop kommen. Wie immer findet ihr alles unten in der Infobox verlinkt, was ich euch zeige. Und ich würde aber mal mit dem Farbkarton anfangen. Wir sind ja ein paar Farben ausgegangen und deswegen habe ich einen ganzen Batzen mir ja, bestellt. Und ich schaue mal, wie ich euch das verlinke mit den ganzen Farben. Ob ich da jeden Link einzeln reinpacke oder vielleicht nur die Farben. Also hier haben wir einmal ein dunkelgrau, dann einen schönen Rosaton. Ich hoffe, die Kamera fängt das gut ein und verfälscht euch das nicht zu sehr. Dann ein ja, braun-grauton. Nochmal ein Rosaton, bloß ein bisschen heller. Dann einmal schwarz. Ich glaube, das ist Rabenschwarz. Das wollte ich mal testen. Dann weiß, ganz normales Weiß. Ich habe Quatsch erzählt. Das ist das Weiß und das, was ich euch gerade gezeigt habe, ist das Aquarellpapier in Fein. Das fand ich letztens so toll, wo ich das benutzt habe. Deswegen habe ich mir das nochmal mitbestellt. Genau. Hier ein Grün-Blauton. Also es geht schon ein bisschen ins Bläuliche, würde ich meinen. Dann ein Dunkelblau. Ein schöner Grünton, so ein Farngrün, ein Savanne, sowas in der Richtung, würde ich meinen. Es könnte aber auch graugrün sein, weil je nachdem, wie das Licht irgendwie gerade fällt. Ein schönes Blau, wie so ein Rauchblau, ein Himmelblau. Also es sind jetzt nicht die Namen der Farben, das nicht, die heißen anders. Ich habe es jetzt bloß nicht im Kopf, ich versuche euch nur gerade die Farben so zu beschreiben. Dann ein Aquaton, die könnte wirklich Aqua heißen, ich glaube nämlich eine von den Farben hieß Aqua. Dann ein dunkelbraun, denke ich. Ein schöner Lilaton und ein Mauveton. Genau, das waren die Farbkartons. Da brauchte ich wirklich mal wieder einen ganzen Schwung. Und dann kommen wir jetzt zu den anderen Sachen. Ich brauchte auch unbedingt wieder eine neue Strukturpaste. Ich habe jetzt zwar meine weiße, aber die ist mir jetzt anscheinend wirklich eingegangen. Die wollte ich letztens benutzen und die ist trocken. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und dann ist mir die aufgefallen. War es die von Amelie Prager? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und es ist einfach nur eine reine Strukturpaste, aber ohne Struktur. Also die ist ganz fein quasi, einfach nur eine Paste. Und bin sehr gespannt darauf, wie die sich verhalten wird. Ich glaube, da stand auch noch irgendwas mit ultra dünn dabei. Aber so auf den ersten Eindruck, ich hatte da gestern schon mal ein bisschen drin rumgestochert, macht es einen ganz guten. Also ich bin gespannt. Schauen wir mal. Probiere ich dann mit euch zusammen aus. Sie ist jedenfalls schon mal schön weiß und weiß kann man sich ja super mit allen möglichen Pigmenten und Farben einfärben. Dann gibt es auch ein neues Schablönchen bzw. Schablonen. Hier sind nämlich zwei in einem Set drin und zwar diese hier. Fand ich sehr schön, weil hier sehr viel Freifläche ist. Hier kriegt man viel Farbe rein, quasi wenn man da mit Stempelfarbe rangeht. Das fand ich aber auch sehr schön, gerade für den Hintergrund, das einmal quasi ausfüllen, dann vielleicht noch ein ja, ausgemaltes Figürchen rein und noch ein Spruch und fertig ist die Karte. Deswegen, ich fand die wirklich sehr, sehr schön. Das mit Strukturpaste ausfüllen, ich glaube, das ist ein bisschen sehr viel. Könnte man aber mal probieren. Dann habe ich hier noch eine Stanze von den Mädels selber. Ich weiß nicht, warum ich mir die nie bestellt habe. Verstehe ich gar nicht. Ich fand die so schön, wo ich die jetzt gesehen hatte und dachte mir, die habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Also in meinem Gebrauch quasi. Schöne Rahmen mit Herzen am Rand. Kann man ja immer gebrauchen, ne? Spruch in die Mitte, fertig. Oder als Hintergrund. Sehr, sehr schön. Und wenn ihr die Maße zu irgendwelchen Dingen haben wollt, das steht bei der Artikelbeschreibung mit dabei. Einmal diese. Dann habe ich mir die von Essentials mitbestellt. Da kann man so ein kleines Büchlein draus machen. Hier oben ist schon mal angedeutet, aber hinten auf der Rückseite könnt ihr es nochmal besser sehen. Und das fand ich irgendwie so, ja, interessant und spannend und hatte da auch schon Projekte damit gesehen. Deswegen habe ich mir die jetzt mitbestellt. Und solche Stanzen sind ja klasse, ne? Brauchen wir mal ein Mini-Album oder ein kleines Büchlein oder eine Verpackung. Dafür sind Stanzen
richtig klasse, wenn es mal schnell gehen muss, ne? Wenn man nicht irgendwie groß was ausrechnen muss und zusammenschneiden, sondern einfach mal das durch die Big Shot Jagd hat man es fertig. Quasi braucht man nur noch zusammenkleben oder halt mit Ringen durchziehen. Finde ich top. Deswegen musste die einmal mit. Hier sind auch diese Eckenklemmen, also ne, diese mit dabei, diese Foto, wie heißen die denn? Fotoklemmen? Fotoecken? Fotoecken heißen die, glaube ich, ne? Ja, die sind auch mit dabei, kann man sich auch ausstanzen und mit aufkleben. Dann noch mal ein paar Basisstanzen von Simple and Basic und zwar mit einem wunderschönen Wellenrand und sogar noch gepunktet am Rand mit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So ist vielleicht besser. Einmal in Rund, da habt ihr sechs Stanzen drin. Steht hier noch was drauf? Nein. Und dann natürlich einmal in rechteckig. Natürlich, wenn es Basisstanzen sind, brauchen wir natürlich ein paar mehr Formen. Hier sind fünf Stanzen drin und dann auch das Ganze nochmal in quadratisch. Genau, zwei, vier, sechs. Auch hier sind sechs Stanzen drin. Ich finde die sehr, sehr schön und sehr edel. Gerade dieses Gepunktete haut es auch nochmal raus, finde ich. Machen wir weiter mit den neuen Sachen. Und zwar haben wir hier zum einen einmal Sterne, beziehungsweise einmal viel Sterne. Da habt ihr zwei Kreise mit jeweils Sternen und dann habt ihr aber hier auch noch mal ein Sternenmeer. Ich hoffe, ich kann euch das. Ja, hier könnt ihr das noch mal sehen, wie es dann aussieht. Na, zwei Größen und dann halt könnt ihr euch so ein Sternenmeer noch in den Hintergrund stanzen. Die kann man natürlich dann aber auch aufheben und als Konfetti nutzen oder für Schüttelkarten auch sehr gut. Oder natürlich auch gleich mit aufkleben. Auch eine Variante. Einmal dieses. Dann von Stamp Market nochmal solche Basisstanzen und zwar zwei Stück. Auch sehr schön, die Wellen innen und dann am Rand nochmal gestrichelt. Ha, ich finde das echt traumhaft schön und das ist so, ja, wirklich Basisstanze, würde ich meinen. Sowas kann man immer mal wieder gebrauchen. Mir hat früher, ja, früher ist gut, aber vor ein paar Jahren hat mir sowas wirklich gefehlt. Da gab es dann nur so rund, viereckig, quadratisch, aber sowas nicht. Also bin ich der Meinung, das gab es so in dieser Form nicht. Und finde schön, dass es jetzt mehr davon gibt. Und dann hat man eine kleine Auswahl und kann sich je nachdem was gestalten. Sie schwafelt. Aber ich denke, ihr versteht mich. Ich denke, ihr versteht mich doch. Dann wieder welche von Simple and Basic. Diesmal etwas kleiner. Die gab es ja, glaube ich, schon in DIN Lang, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann mich natürlich jetzt auch vertun, das mit einer anderen Marke verwechseln. Ich glaube, Krealis waren die DIN Lang. Aber irgendwas hatten wir auch von Simple and Basic, was DIN lang war. Ich komme jetzt nur nicht drauf. Und die sind etwas kleiner, passt also auf eine normale Standardkarte, würde ich jetzt meinen. Das will ich jetzt wissen. Ich halte mal das Lineal dran. Aber ich glaube schon, na locker. 12,5 ungefähr. Nur mal kurz angelegt. Und schaut mal auch hier wieder. Ein schöner Wellenrand und dann noch gepunktet innen drin. Und ihr könnt das einmal so nutzen, ne, dass das quasi ausgefüllt ist und könnt dann hier was reinstempeln. Ihr könnt das natürlich aber auch nur als Rahmen nutzen, denn hier ist nochmal eine separate Stanze mit dabei. Also zwei in einem quasi. Diese, dann hier Rahmenstanzen mit einem gepunkteten Rand, zwei Stück. Das sind aber wirklich Rahmen, denn hier ist die Innenstanze wirklich komplett mit dran. Also da ist keine separate mit dabei. Dann wieder Rahmen und wieder Wellen. Zwar innen und guck mal, wie schön die sind. Und hier habt ihr auch wieder gestrichelten Rand und dann halt als Rahmen nutzbar. Ich finde das wirklich so toll. Ich habe gerade mal die Stanze hier. Schaut mal, mit diesem Wellenrand innen. Ich finde, das macht eine ganze Menge her. Ja. Das Video kann ich euch auch noch mal oben in das i packen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich finde die wirklich richtig schick. Und die Größe ist wirklich top. Dann haben wir hier keine Rahmen, sondern wirklich komplett ausgefüllt. Und hier ist aber doppelter Rand. Also doppelt gestrichelt oder doppelt gepunktet. Das je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich würde jetzt sagen, doppelt gestrichelt. Aber auch sehr, sehr schön und kann sehr, sehr edel aussehen. Genau. Aber wie gesagt, das bleibt einmal komplett. Genau, umdrehen brauche ich die nicht. Hinten seht ihr nicht wirklich viel mehr. Außer, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass die beiden eventuell auch in den Shop kommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schaut einfach bei den Neuheiten, also unter Neu, und dann seht ihr alles, was wirklich komplett neu gerade in den Shop gekommen ist. Dann von Card Deco, jetzt kommen wir wieder zu DIN Lang.
Und zwar Wellen, aber diesmal etwas ja, unordentlich angeordnet. Das klingt schon zu hart, aber ihr seht, da sind einige Wellen größer und einige Wellen kleiner. Okay, das wechselt sich ab. Es wechselt sich ab, ist nicht unordentlich. Und die sind außen und dann habt ihr auch noch mal einen gestrichelten Rand. Sind keine Rahmen, ne? Ihr seht, das ist einmal komplett voll. Und dann habt ihr hier aber auch noch innen solche kleineren, ja, puffigen Wölkchen, Wollknäule. Nee, Wölkchen sind es ja nicht, aber ja, irgendwie sieht das puffig aus, würde ich jetzt meinen. Ich habe da sogar noch eine Sprechblase, Knöpfe und ein Schleifchen. Sehr, sehr schön. Slimline Buttons nennt sich das. Aha. Schauen wir hier nochmal auf die Rückseite, ob man hier nochmal was sieht. Nein. Manchmal gibt es ja so Beispielbilder, wie die Stanzung dann aussieht. Das ist hier leider nicht, aber kann man sich ja eigentlich gut vorstellen, ne? Dann nochmal Card Deco und zwar diese hier. Hier habt ihr zweimal Wölkchen, dreimal Wasser. Ja, naja, okay, zweimal Wasser. Das könnte auch nur Boden sein. Eventuell vielleicht. Je nachdem, das ist Interpretation. Und zweimal Gras. Und das ist natürlich toll, wenn man mal sowas braucht. Ihr müsst das natürlich nicht als DIN lang nutzen. Ihr könnt es euch ja einfach abschneiden und je nachdem in der Länge gebrauchen, wie ihr es gerade braucht. Und ich finde gerade das irgendwie so cool, weil das so symbolisch ist für Wasser. Ne? Mal mal Wasser, dann kommt dann meistens sowas oder sowas bei raus. Ich mache zwar wenig maritim, aber das finde ich echt cool. Und gerade auch die Wolken. Ne? Wenn man mal Wölkchen braucht und die nicht immer vielleicht mit einer Schablone machen möchte, kann man sich die jetzt wunderschön ausstanzen. Finde ich echt toll. Und hier haben wir nochmal andere Sachen drauf, aber auch kein Beispielbild. Aber ich zeige es euch ja dann eh in einem Video, wie das dann aussieht. Jetzt habe ich hier nochmal Essentials von Studiolite. Auch wieder DIN lang. Und zwar diese hier. Schaut mal, das sieht so richtig schön aus wie Barock. Also da fällt mir als allererstes Barock ein. Weiß ich nicht. Aber ich finde das richtig, richtig klasse. So ein bisschen wie ein Rahmen oder Gemälde. Also ich weiß nicht, warum mich das an Gemälde erinnert, aber ich finde es irgendwie schön. Ich weiß nicht, ich mag sowas. Und auch hier habt ihr wieder gestrichelten Rand. Diesen, also diese große Stanze, die könnt ihr einmal als große Stanze benutzen oder auch nur als Rahmen. Wie ihr seht, hier sind nämlich nochmal zwei einzelne mit dabei. Hier ist es schön abgebildet, was ihr alles damit machen könnt. Ja, und dann habt ihr hier die beiden nochmal mit Wellenrand und nochmal mit dem gestrichelten Rand und dann hier nochmal, wo die vier Ecken fehlen. Ich glaube aber hier auf der Rückseite, ja, hier auf der Rückseite war das schön abgebildet, wie das dann ausgestanzt aussieht. Wirklich sehr, sehr schön. Ne? Ihr seht einmal hier die große Stanze und dann nochmal die jeweils zwei kleinen, wo ihr dann aber auch, wie gesagt, die große nur als Rahmen nutzen könnt, wenn ihr das möchtet. Das gibt es auch nochmal in einer anderen Ausführung und zwar in dieser hier. Auch sehr, sehr schön. Ich bin mir gerade nicht schlüssig, ob da vielleicht noch eine dritte war. Wie gesagt, schaut einfach bei Neuheiten, da gibt es dann noch mehr Sachen. Und hier haben wir wieder genau dasselbe Spiel, eine große und dann die zwei kleinen und dann noch zwei schöne Ausstanzungen, einmal Herzchen und einmal ein Gebilde. Blümchen würde ich jetzt nicht nennen. Und das sieht dann so aus. Auch sehr, sehr schön. Ich finde das wirklich schön. Erinnert mich auch so ein bisschen an ein Türschild, ne? Hier einen Namen rein, zack, hat man ein Türschild fertig. Da herzlich willkommen, das geht natürlich auch. Oder wo das Türschild auch immer hängt oder für wen es sein soll, kann natürlich auch hau ab draufstehen. Eine Stanze habe ich noch für euch. Und zwar diese hier von Grunge Collection, auch DIN lang. Und ihr seht schon, diese wunderschönen Ränder hier in der Mitte eine Einbuchtung, wo man dann eventuell sogar ein Band durchziehen kann, würde vielleicht auf einem Paket, wollte ich gerade sagen, auf einem Geschenk sehr schön aussehen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Und das Schöne ist, ich glaube, auf der Rückseite sind auch noch mal Beispielbilder. Hier sind, ich würde jetzt meinen, das sind Magnolien. Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwo steht, was das für Blumen sind. Aber dreimal Blümchen, beziehungsweise viermal Blümchen, hier wie ein Ast, hier solche Dreiecke für den Hintergrund und hier ein Vintage-Gebilde, nenne ich es jetzt einfach mal, denn sowas findet man ja meistens in irgendwelchen Schablonen, wo man Hintergründe gestaltet. Und hier könnt ihr euch das Ganze nochmal ansehen. So sieht das dann aus. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Ticket.
Es steht auch wirklich nichts dabei, ne? Es ist wirklich nur das Beispielbild und sonst steht leider nichts dazu. Nun gut, aber reicht ja eigentlich, ne? Man muss wissen, wie es aussieht, beziehungsweise wie die Stanzen aussehen und dann kann man sich ja eigentlich sein Bild machen. Wie das nun betitelt heißt, ist ja eigentlich egal. Ich versuche es ja nur immer schön für euch zu umschreiben, weil einfach nur zu sagen, ja, guck mal, eine Stanze, schick, ne? Ist ein bisschen dünn. Ihr Lieben, das war's schon. Schon ist gut. Es ist eine ganze Menge. Es ging bloß relativ schnell, da ich ja nichts ausgestanzt habe. Ihr könnt natürlich sagen, wenn ihr was sehen möchtet, dann würde ich das natürlich gleich in einem Video, in einer Karte verarbeiten. Wenn ihr sagt, die Stanze möchte ich jetzt wirklich unbedingt mal in Aktion sehen, wie das Ganze aussieht, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin gespannt, welche euch am besten gefallen hat. Und wie gesagt, ihr findet alles unten in der Infobox. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!